Ja, herzlich willkommen auf dieser Streuobstwiese. Mein Name ist Lenzing Konradi und ich betreue diese Streuobstwiese zusammen mit meiner Frau seit 20 Jahren. Und die Wiese ist aber wesentlich älter. Also wenn man hier sich umguckt, findet man hier 80- und 90-jährige Apfelbäume, die wir natürlich dann verjüngt haben. Aber das, was ich sagen möchte, ist einfach, eine Streuobstwiese ist ein typischer Lebensraum, an dem die eine Generation für die andere arbeitet. Also wir haben Bäume übernommen, pflegen die jetzt und werden die irgendwann in 20 Jahren weitergeben. Dieser lebende Zusammenhang, der ist uns sehr wichtig, dass hier sozusagen auf der einen Seite das erhalten wird, was wir übernommen haben, und dass wir auf der anderen Seite, damit wir auch Spaß dran haben, den Raum haben, das neu zu gestalten und mit neuen Elementen zu bereichern. Und dazu gehören unsere Tiere, viele Blumen und so, die dann natürlich hier eine Rolle spielen. Und dazu gehört auch der Versuch, andere Themen mit auf die Wiese zu holen, die so etwas natürlich irgendwie in Harmonie treten müssen mit der Streuobstwiese. Und da gab es die Idee, in diesem Sommer Baumstümpfe, die wir hatten, weil wir Fichten fällen mussten hier rund um den Schuppen, diese Baumstümpfe mit Leben zu erfüllen und da wieder was Neues wachsen zu lassen. Und in dem Zusammenhang habe ich dann Guido Wolf gefragt, den ich privat kenne und der mir mal seine Werke gezeigt hat, ob er sich vorstellen kann, hier mit seinen Mitteln aus alten Materialien, Eisen und Holz, Kunstwerke zu schaffen, die dann auf diesen Sockeln zur Geltung kommen. So ist das Ganze dann ins Rollen gekommen, und weil dann zu Guido Wolf noch der Rainer Dobert kam, da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir eine Sommerausstellung, und in dieser Zeit können dann Menschen, die sich dafür interessieren, hier den Spaziergang mit einem Blick auf Kunstwerke verbinden. Ja, hallo, ich bin Guido Wolf und freue mich, dass ich ein bisschen zu meiner Arbeit hier berichten darf. Hinter mir, das heißt La Banda, denn der Herr Lenzing Konradi ist Musiker, musikalisch aktiv, gemeinsam mit seiner Frau und diversen weiteren Menschen. Und schnell hatte ich die Idee, aus dem Material, was mir zur Verfügung steht, eine Band zu machen. Und wir sehen also jetzt hier ein paar schräge Vögel. Ja, das ist zum Beispiel dann hier die Percussion-Abteilung, so könnte man vielleicht denken. Bassist oder Gitarrist, was man von der Seite ein bisschen besser sehen kann, weil hier die Saiten dann zu betrachten sind. Gibt hier von außen den Rhythmus vor. Ja, zusammen haben wir dann hier La Banda, so heißt das Objekt, denn die Band von Herrn Lenzing Konradi spielt Weltmusik. Ja, da sehen wir ein Objekt, das habe ich gefunden, und dann war mir sofort klar, was es für mich ist. Für mich ist es eine aztekische Sonne eigentlich. Die Form fand ich sofort sehr beeindruckend und habe dann auch gleich die Idee gehabt, dass es hier gut hinpassen würde. El Sol, so heißt das Objekt. Ja, hier haben wir ein Objekt, das habe ich genannt High Flyer, was auch nochmal einen Baumstumpf als Basis nutzt zur Präsentation. Also rund um diese Blattfedern hier, die sind so das tragende Element. Und dann passten halt diese Holzstücke dazu und die Verbindung. Und ich musste bald an eine Tragfläche denken. Der High Flyer, der hoch hinaus will und plötzlich eine dramatische Aktualität bekommen hat angesichts der Weltraumflüge, die Milliardäre in jüngster Zeit abhalten. Also wir haben die Ausstellung By the Way genannt, weil es ist nicht so wie eine Kunsthalle. Das ist eine Streuobstwiese mit aller Natur, die hier ja auch bleibt. Und da soll sich diese Kunst einfügen, soll sozusagen Teil des Ganzen sein. Und das ist ein Kunstwerk von Rainer Dobert, das heißt Der Widder. Der verkörpert so etwas wie Willenskraft. Es geht eben darum, sich auseinanderzusetzen mit dem, was den Menschen antreibt und was ihm Kraft gibt und was er so versucht dann auch durchzusetzen und sein Leben zu gestalten. Also wir gehen jetzt einfach den Weg da sind dann vier Kunstwerke, und dann gehen wir da hinten rum, ne?
Zu jedem Kunstwerk gibt es ein Schild an der Straße mit dem Titel, dem Hinweisen auf den Künstler, Hinweisen zum Werk selber. Mit QR-Code kann man sich dann weitere Informationen zu allen Ausstellungsstücken hier anschauen. Das heißt Verbissen und es stellt Menschen dar, die sich sozusagen ineinander verhaken. Genau genommen hat diese Reihe einen Hintergrund der Auseinandersetzung mit Beziehung, Sexualität und Verhältnis von Menschen zueinander. Das gilt auch für diese beiden Kämpfer, das heißt der Kampf. Und man sieht ja durch die zwei Farben, es sind zwei Personen. Das ist künstlerisch recht frei gestaltet, aber setzt halt so von der ganzen Körperbewegung her diesen Kampf, den manchmal Menschen miteinander führen, in Szene. Les Temps de Cerise, das ist ein Lied aus der Pariser Kommune, ein Widerstandslied eigentlich. Und er hat sich versucht, mit diesem Lied zu beschäftigen, mit dem Inhalt. Und da ist dann dieser Kirschbaum draus entstanden, der angedeutete mit einer Person. Die Nachtbarke ist so ein Entwurf für die Darstellung eines mythologischen Zusammenhangs der ägyptischen Pharaonen, die auch dafür zuständig gehalten wurden, für den Wechsel von Tag und Nacht. Und dieser Pharao ist auf dem Nil in einer Barke sozusagen in der Mythologie aus dem Tag in die Nacht gefahren und hat dann auch wieder den Tag zurückgebracht. Und als der Herr Dobat auf uns zukam und hier mitmachen wollte, da hat er mir einen Katalog gezeigt, den er zu seinen Kunstwerken gemacht hat. Und da waren diese zwei Gestalten, wo wir jetzt hinlaufen, das ist die Müllerin und der Landmann, die waren zentral in dem Katalog. Und das war so das, was bei mir gesagt hat, ja, das musst du machen, das passt total hierher. Der Landmann und die Müllerin. Beides hat auch direkt mit dem Künstler zu tun. Sein Vater war ein Landmann und seine Mutter kommt von einer Müllerfamilie. Das sind typische Werke von Reinhard Dobat, der dann neben Fundholz und alten Materialien immer so einen Materialmix verwendet. Textilien sind, die mit einer Fassadenfarbe dann haltbar gemacht werden und die man dann draußen sehen kann. Und teilweise sind die Hände und die Gesichter geschnitzt und teilweise eben aus Ton geformt, wie dieser hier, wie dies bei der Müllerin. Das ist der Dämon, der ja aus dieser Perspektive gar nicht so sehr Angst macht, wie aus der Nahperspektive. Der ist sehr, sehr gelungen. Es ist auch diese, ja, eine kompakte Darstellungsform. Es ist immer auch sehr schön, wenn die Kunstwerke dann durch so einen Ausschnitt, durch ein Fenster bei den Pflanzen zu sehen sind, hier zum Beispiel. Ja, das ist die Tänzerin. Wie Sie sehen, das Werk ist verkauft, war das erste, was verkauft war. Letztlich eine gefundene Holzform, die dann aber in Richtung der Thematik die Tänzerin ergänzt wurde. Man sieht das vor allem nachher aus der Perspektive von hinten, dass dort Ergänzungen stattgefunden haben, künstlerische Ergänzungen. Und hier steht der Saman. Der Saman ist sowas wie ein Schamane, aber der kommt aus einem anderen Sprachhintergrund. Eine Stele, die letztlich mal aus einem Zaunpfosten entwickelt wurde, aber man sieht, dass der Kopf aus Bruchstücken dieses selben Materials zusammengefügt worden ist. Ein Kunstwerk kommt noch auch aus der Reihe der Auseinandersetzung mit Beziehungen. Dann haben wir sie alle erstmal im Kasten. Das ist das Begehren. Man sieht zwei Personen in einem Zustand der Umarmung oder der Begierde.
Die Ausstellung wird bis zum 22. August zu sehen sein. Dann werden die meisten Kunstwerke voraussichtlich abgebaut. Und es wäre wunderbar, wenn Spaziergänger oder vielleicht auch Besucher, die aus Kunstinteresse hier entlang spazieren, das ist ja auch ein sehr schöner Weg, einfach eine ruhige Gegend und man ist prima im Wald dann auch ganz schnell, kann sich erholen. Wenn das also zur Kenntnis genommen wird, da freut nicht nur ich mich, da freut sich der Aussteller und da freut sich auch mein Kollege Reinhard Dobert.